heute mache ich sogar ein kurzes Intro. Es geht los mit dem Weg zur Aftershow-Party. Übrigens Teil 2 meines Follow Me Arounds. Wenn du den ersten Teil klicken willst, dann klick einfach hier. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Dann kannst du das anschauen. Dann kannst du einfach wieder zurückkommen. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Mediacraft-Party und hätten eine Haltestelle fahren müssen. Wir sind aber 4 Haltestellen in die falsche Richtung gefahren, sind jetzt am Arsch der Welt. Dank unseres und laufen jetzt irgendwo hin. Und ich habe Angst, dass wir heute nicht mehr ankommen. Wir werden alle vergewaltigt. Na, irgendwo werden wir. Und was, dass meine Rolex mir von meiner Hand geklaut wird. Vielen Dank an meinen Souffleur Cedric. Achso, weiß man seinen Namen? Nein, das kann ich nicht sagen. Du musst gar niemanden. Vielen Dank an meinen Souffleur, gar niemand. Ich heiße schon auf Instagram auch Cedric, das wissen. Mir hat letztens jemand bei Twitter geschrieben, ich habe deinen echten Namen rausgefunden. Oh, bist du krass. Und Nisi und ich haben gleich mal die Gelegenheit genutzt, um euch ein kleines Dance-Tutorial vorzuführen. So sollte man in der Disco-Club tanzen. Tanzen kommt man schon mal ins Schwitzen, deswegen abrudern nicht vergessen. Und am nächsten Tag wurden wir von Mediacraft zum Summercamp eingeladen auf ein Boot. Und da waren wir dann 2 Tage lang, haben ein paar Workshops machen können und auch so mit anderen YouTubern kollaboriert. Weihnachten eigentlich schon eintreiben und eigentlich euer Video produzieren und hochladen. Ihr seht auch gleich nochmal eine Kurve und auch nochmal ein Beispiel dafür, warum das gerade das Internet. Ihr habt jetzt hier einen Screenshot, der ist, zeigt euch, was gerade besprochen wird. Das wollte ich dann machen. Leute, müsst ihr ihm so helfen, ich kann ja auch nicht so schön. Halt die Schnauze! Warte. Das wird der hinten der Sache. Wie macht ihr das viel besser? Die kann das halt die Linke vererben. Wirklich denkst du, man würde in der Stelle eine Art sehbares T-Shirt, was ist das? Wo ist denn das mit dem Dach? Ah, das ist so. Ah, perfekt, ich habe nichts aufgenommen. Echt? Ja. Nochmal. So, jetzt müssen wir genau das gleiche nochmal ganz spontan sagen. Ich bin nämlich die schlechteste Frau im Vloggen und Follow Me Around, weil ich immer vergesse, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Frag doch mal Flo, weil Flo vloggt beruflich. Ja, den frage ich mal, wie es geht. Wir haben jetzt für unsere Kanelskis gedreht und es kommt demnächst online und jetzt werden wir essen. Ganz viel essen. Zum Beispiel habe ich mit Dana und Izzy eine Folge Ramble gedreht. Die findet ihr unten in der Infobox, weil die ist schon online. Oh Mann, ich vergesse meinen Namen. Oh, das ist ja jetzt immer falsch rum auf einer Seite. Das läuft. Das ist so ein Zweikanal-Video. Guck mal, das ist ein Spiegel. Ja. Kann man dann sich auch hier so die Haare machen. Nee. Ah, sieht kacke aus. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Machst du nicht so Tipps? Ja, genau. Ich bin so ein Beauty. Hast du nicht Mirellas Beauty Palace? Palace, genau. Ah. Lifestyle Thing. Krass. Das passt das so, oder? Das ist wunderschön. Ah, danke dir. Aber. Ja? Aber? Das T-Shirt ist ein bisschen weiß. Ich bin so mein geiles Bullshit-Fanshirt. Halt ja, ich mag Bullshit. Ich auch. Dena hat mein Handy in der Hand. So ist auch gut. Ist einfach die ganze Zeit auf dem Kopf, ne? Ja. Oh. Kannst du das drehen? Ich kann auch drehen, natürlich. Das schaffe ich vielleicht mit Windows Movie. Jetzt die ganze Zeit so. Kannst du das auch? Kannst du immer noch drehen?
Guck mal, ist der. Voll schön. Und was Fernsehen, ist das? Das ist ein geiler Spiegel. Das ist ein Kirchen. Oh, wir fahren. Guck mal, das ist der Dom. Tschüss. Dom, alle. Oh, es ist sehr krüppelig jetzt sogar auch. Ah ja, stimmt. Oh. Kleiner Fun Fact. Dena mag Sahne. Glaube ich zumindest. Direkt Foto, ne? Ich habe kein Foto, das ist ein Video. Jan, Noch besser. Lecker. Sahne, ja. Du musst zunehmen. Ja, das ist auch verlassen. Das ist ein Kuchen. Wieso machst du sowas? Ja, gut, ist schon cool. Ja, ja. Aber ich, hier passt halt mehr Sahne rauf. Das war für mich das Beste. Lecker. Und Nisi mag Eis. Ich liebe Eiscreme. Meine Damen und Herren, liebe Passagiere, eine wichtige Durchsage. Ich habe gehört, der Kanal iBlady soll richtig gut sein. Ja, ich wollte jetzt unbedingt noch mal kurz am Ende des Videos persönlich was zu euch sagen. Ich wollte mich einfach bedanken, egal ob ihr jetzt auf den Videodays wart oder nicht, ob ich euch getroffen habe oder nicht. Aber vielen lieben Dank für die ganze Unterstützung. Es ist echt überwältigend und total krass, was daraus entstanden ist. Einfach so, dass ich hier alleine sitze und Videos drehe mit Pickeln auf der Stirn. So ist das halt, ne? Aber ohne Scheiß, ihr seid die geilste Community. Egal mit wem ich drüber spreche, ob das jetzt Journalisten waren oder andere YouTuber oder Mediakraft-Mitarbeiter, ich schwärme jedes Mal davon, wie glücklich ich momentan mit YouTube bin, weil ich so eine unglaublich tolle Community habe. Ich habe wirklich das Gefühl, wir verstehen uns, wir sind auf einer Wellenlänge. Ihr schätzt meine Videos wert oder ihr findet, ich freue mich einfach, wenn ihr einfach das lustig findet oder wenn euch das einfach gefällt und ich freue mich, dass ich hier so ein paar Menschen versammelt habe, die irgendwie den gleichen Humor haben und die einfach cool drauf sind und echt ohne Scheiß. Vielen lieben Dank. In Video Days hatte ich ja mein Buch dabei, ich im Bild bekommen und auch hier nochmal Roses are red, violets are Kimberly blue. One more, Hashtag Mirellobert, fell in love with you. Schau mal, wie süß ihr seid. Annalena, vielen Dank dafür. Es ist leider ein bisschen zerknittert, aber das ist nicht schlimm. Ich werde es gleich in das Buch einkleben. Und dann habt ihr mir hier in das Mirelloberts Buch, viele von euch sind wahrscheinlich nicht dazu gekommen, es war nur ein bisschen hektisch und stressig alles, womit ich niemals gerechnet hätte. Ich dachte, es würde sehr viel entspannter, einfach weil ich dachte, dass nicht so viele Leute zu mir kommen möchten. Aber ich habe mich wirklich über jeden Einzelnen sehr gefreut. Und ich hoffe, dass ich jeden Einzelnen von euch einen schönen Moment bereiten konnte, an den ihr euch gern zurückerinnert und ein schönes Foto oder Autogramm oder was auch immer. Ja, und also vielen Dank hier. Hat ja alle schön bunt reingeschrieben. Ja, ich freue mich schon, das alles in Ruhe durchzulesen. Ich habe schon einen Teil gelesen. Hier, Chrissy hat was Schönes gemalt. Auch liebe Grüße an dich. Da sind noch ein paar Seiten frei, also vielleicht gibt es ja demnächst nochmal irgendwie eine Möglichkeit, sowas zu machen. Ich freue mich unglaublich auf die nächsten Video-Days. Es gibt ja anscheinend dieses Jahr in zwei Städten, in Köln und in Berlin. Wenn das möglich ist, werde ich natürlich an beiden da sein. Ich weiß auch nicht, ist das jetzt dann erst in einem Jahr und dann direkt hintereinander oder vielleicht kommt ja in einem halben Jahr was, das finde ich zum Beispiel richtig cool, weil ich will nicht ein Jahr lang warten. Ich habe auch noch ziemlich viele Autogrammkarten über, weil ich einfach zu viele bestellt habe, das war mir schon klar, aber das war halt irgendwie günstiger. Aber ohne Scheiß, vielen Dank für eure ganze Unterstützung. Mirelloberts sind einfach cool. Vielen Dank dafür. Tschüss.